Hi, ich bin Max. Bei Harry Potter denkt man eigentlich sofort an die vielen wunderschönen Szenen und die liebevolle magische Welt. Doch leider gibt es auch in dieser einige Schattenseiten, vor allem wenn geliebte Charaktere aus der Reihe von uns gehen. Im ersten Teil dieser Reihe haben wir uns schon mit den Toten einiger von ihnen beschäftigt. Schaut auch dort gerne mal rein, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Doch es gibt auch noch einige weitere Charaktere, bei denen in den Filmen vielleicht nicht ganz klar wurde, auf welche Art und Weise sie starben. Oft wurde es auch nur kurz angeschnitten, jedoch nicht ausführlicher erzählt. Aus diesem Grund möchte ich euch heute die Tode einiger Charaktere aus Harry Potter näher erklären. Mich würde wieder interessieren, welchen Tod ihr gerne rückgängig machen würdet, wenn ihr es könntet, und welchen ihr gerne noch genauer erklärt hättet. Schreibt es gerne in die Kommentare. Jetzt geht's aber erstmal los mit dem Video. Hedwig. Harrys Eule Hedwig kennen wir fast seit Sekunde 1 der Harry Potter Filme. Seither war sie stets an seiner Seite, auch wenn es so schien, als hätte Harry niemanden sonst. Aus diesem Grund war ihr Tod gerade für ihn wohl sehr tragisch. Hedwig starb bei der Schlacht der Sieben Potters, als Harry zusammen mit den anderen Mitgliedern des Orden des Phönix aus dem Ligusterweg in den Fuchsbau flog. Unterwegs wurden sie von Todessern attackiert, welche Flüche auf sie warfen und versuchten, die Gruppe an der Flucht zu hindern. Hedwig flog dabei direkt über Hagrids Motorrad, in welchem auch Harry saß. Im Film sehen wir, wie sie versucht, die Todesser daran zu hindern, Harry zu treffen, indem sie diese angreift, bevor sie schließlich im Getümmel von einem Zauber getroffen wird und in die Tiefe fällt. Im Buch hingegen befindet sich Hedwig bei ihrem Tod in ihrem Käfig. Jedoch könnte hinter ihrem Tod noch eine ganze Menge mehr verborgen sein. Laut einer Theorie könnte es sich bei Hedwigs Mörder um Severus Snape handeln. Dieser flog ebenfalls bei den Todessern mit, versuchte jedoch, deren Angriffe zu sabotieren, um Harry zu beschützen. Bei dem Flug zum Fuchsbau tranken 6 der Ordensmitglieder viel Safttrank, sodass sie wie Harry aussahen, um die Todesser zu verwirren und den echten Harry unkenntlicher zu machen. Doch was war das Einzige, was den echten Harry hätte verraten können? Richtig, seine Eule Hedwig, welche nicht von seiner Seite wich. Snape könnte dies aufgefallen sein und um Harrys Tarnung aufrechtzuerhalten, tötete er Hedwig, um ihn für die anderen Todesser wieder unkenntlich zu machen. Dies ist lediglich eine Theorie, hört sich jedoch, wie ich finde, ziemlich plausibel an. Was meint ihr dazu? Rowling sagte über Hedwigs Tod, dass dieser symbolisch für den Verlust von Harrys Unschuld und Kindheit steht und für ihn ein harter Schritt ins Erwachsenenalter darstellte. Ariana Dumbledore. Ariana Dumbledore war die jüngere Schwester von Albus und Aberforth Dumbledore. Über sie wird in den Filmen nur sehr wenig bis gar nichts berichtet. Ihre Kindheit war alles andere als schön. Im Alter von 6 Jahren hatte Ariana ein sehr traumatisches Erlebnis, als sie beim Spielen im Garten von 3 Muggelkindern beobachtet wurde. Sie wendete aus Versehen Magie an, woraufhin die Jungs sie aufforderten, dies zu wiederholen. Das konnte sie jedoch nicht, da sie ihre Zauberei noch nicht selbst kontrollieren konnte. Aus Wut darüber griffen die Muggel Ariana an. Dieser Angriff veränderte ihr Leben zu einem sehr großen Teil. Sie trug einen enormen emotionalen Schaden davon und hatte deswegen auch in ihrem restlichen Leben nie die volle Kontrolle über ihre Magie. Arianas Vater Percival wollte Rache an den 3 Muggeljungen üben, weshalb er diese angriff. Dafür wurde er später verurteilt und nach Azkaban geschickt, wo er schließlich verstarb. Sein Motiv für den Angriff hielt er zum Schutz von Ariana geheim, da diese sonst wohl in das St. Mungo Hospital für magische Krankheiten und Verletzungen eingewiesen worden wäre. Infolge dieses Vorfalls zog Arianas Familie nach Godric's Hollow. Um den Zustand ihrer Tochter geheim zu halten, hielt ihre Mutter sie von der Außenwelt fern. Jedoch häuften sich die Phasen, in denen Ariana unwillentlich gefährliche Magie anwendete. Normalerweise war in solchen Situationen ihr Bruder Aberforth bei ihr, um sie zu beruhigen. Doch als dieser eines Tages nicht zu Hause war, verursachte Ariana eine starke Explosion, bei welcher sie versehentlich ihre Mutter tötete. Seither war Albus für sie verantwortlich. Arianas Kindheit war also von Leid und Tod gezeichnet. Albus hatte zu dieser Zeit gemeinsam mit Gellert Grindelwald den Plan, die Zaubererwelt zu übernehmen und Muggel zum Wohle der Allgemeinheit zu unterwerfen. Wegen diesen Plänen vernachlässigte er seine Schwester, was ihm von seinem Bruder Aberforth vorgeworfen wurde. Bei einem Treffen der 3 kam es zum Kampf, bei welchem Ariana trotz ihrer unkontrollierbaren Magie eingriff und versuchte, diesen zu beenden. Dabei wurde sie im Gefecht von einem Fluch getroffen und verstarb. Wer genau den Fluch wirkte, ist nicht bekannt. Grindelwald floh nach diesem Vorfall aus Angst vor Vergeltung und Strafverfolgung. Bei Arianas Beerdigung kam es erneut zu einem Konflikt zwischen den beiden Brüdern, da Aberforth Albus für den Tod ihrer Schwester verantwortlich machte. Bei diesem brach er Albus aus Wut sogar die Nase.
Aberforth verzieh Albus diesen Vorfall niemals und auch dieser machte sich deswegen sein Leben lang Vorwürfe. Eine wirklich sehr dramatische Geschichte, welche in den Filmen leider etwas zu kurz gekommen ist. Dobby. Der Tod von Dobby zählt mit zu den emotionalsten Stellen im Film und auch in den Büchern. Sein Tod ist dort zwar relativ ausführlich erklärt, jedoch hat dieser auch einige Folgen, die einem so vielleicht gar nicht wirklich bewusst waren. Der Hauself, der sein Leben lang nach Freiheit und Gerechtigkeit strebte, starb als das, was er sich immer gewünscht hatte, als freier Elf. Damals in Hogwarts musste er Harry versprechen, dass er nie wieder versuchen würde, ihm das Leben zu retten. Doch das tat er auf dem Landsitz der Malfoys erneut und gab dabei quasi sein eigenes Leben für das von Harry. Kurz bevor Harry, Ron, Hermine, Griphook und Dobby disapparierten, warf Bellatrix Lestrange einen Dolch. Erst als diese beim Haus Shell Cottage ankommen, bemerken sie, dass Dobby von dem Dolch getroffen wurde. In Harrys Armen sagte er ihm noch ein letztes Mal, wie glücklich ihn ihre Freundschaft macht, bevor er schließlich an seiner Verletzung stirbt. Harry schaufelt ganz ohne Zauberei ein Grab für Dobby, wo dieser mit den Worten »Hier liegt Dobby, ein freier Elf« beerdigt wird. Doch auch nach seinem Tod hilft Dobby seinen Freunden indirekt weiter. Griphook war von Harrys Ausdruck von Zuneigung und Liebe einem Hauselfen gegenüber sehr berührt, weswegen er sich unter anderem dazu entschloss, sie bei ihrem Plan, den Horcrux aus Gringotts zu holen, zu unterstützen. Auch half Dobbys Tod Harry dabei, seine Gedanken besser kontrollieren zu können, sodass Voldemort nicht mehr so einfach in diese eindringen konnte. Später führte der Hauself Creature die anderen Elfen in Hogwarts in der legendären letzten Schlacht an, ebenfalls bewegt von Harrys gutem Umgang mit ihm und Dobby. Dobby war also nicht nur zu seinen Lebzeiten ein wahrer Held, er konnte auch nach seinem Tod noch eine ganze Menge bewirken. Cedric Diggory. Auch hinter Cedrics Tod steckt eine ganze Menge mehr, als man im ersten Moment vermuten würde. Während ihrer letzten Aufgabe beim Trimagischen Turnier half Harry Cedric im Labyrinth, deshalb wollte dieser ihm auch den Pokal überlassen, als sie diesen quasi gleichzeitig fanden. Sie entschlossen sich dazu, den Pokal gleichzeitig zu berühren, sodass sie beide als Sieger das Turnier verlassen konnten. Dieser Plan ging jedoch nicht auf, denn der Pokal war bekanntlich ein Portschlüssel und beide landeten auf dem Friedhof von Little Hangleton. Dort tauchte Wurmschwanz auf, in seinen Händen die kleine Gestalt von Lord Voldemort. Nachdem Voldemort die Worte »Töte den Überflüssigen« gesprochen hatte, tötete Wurmschwanz Cedric mit dem Avada Kedavra-Zauber aus Voldemorts eigenem Stab. Cedrics Tod hätte also nicht passieren müssen, nur zufällig gelangte er ebenfalls auf den Friedhof, denn der Portschlüssel war eigentlich nur für Harry gedacht. Trotzdem spielte er auch nach seinem Tod noch eine große Rolle in der Harry Potter-Welt. Bei dem Duell zwischen Harry und Voldemort, in dem die Zauber der beiden aufeinander prallten, erschien unter anderem auch sein Geist und bat Harry, seinen Körper mit zu seinem Vater zu nehmen. Dies tat Harry und Cedrics Tod löste nach seiner Rückkehr großes Entsetzen aus. Die Jahresabschlussfeier wurde zur Trauerfeier für Cedric und Dumbledore erzählte den Schülern gegen den Willen des Ministeriums, dass es Voldemort war, der seinen Tod veranlasste und welcher damit offiziell zurückgekehrt war. Cedrics Tod war für viele Schülerinnen und Schüler ein Anlass, an die Rückkehr Voldemorts zu glauben, entgegen den Behauptungen des Ministeriums. Viele schöpften dadurch die Kraft, sich gegen Voldemort einzusetzen. Cedric starb durch einen sehr unglücklichen Zufall, jedoch konnte er auch nach seinem Tod indirekt noch eine ganze Menge bewirken. Welche Tode aus dem Harry Potter-Universum hättet ihr gerne noch genauer erklärt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.